Daniel Distelli und Larissa Niggemann. Eine super Stimmung hier im Castello in Düsseldorf bei We Love MMA 58. Und wir beide, der Daniel und ich, wir freuen uns auf diesen Frauenkampf. Das haben wir bei der letzten Veranstaltung nicht gehabt. Vermisst sogar sehr, würde ich sagen. Liegt aber nach wie vor noch daran, dass einfach wirklich noch wenig Frauen den MMA-Sport auf Wettkampfbasis beide betreiben. Kämpferinnen legen direkt los. Der ICE aus Essen rollt an, Larissa Niggemann, ja. Aber guck an, Stelli. Larissa, die jüngere Kämpferin, hat es jetzt geschafft, ihre Gegnerin zu Boden zu bringen. Das war relativ einfach. Miss Telly jetzt in der Rückenlage, in der Verteidigung. Larissa hat die Kontrolle, versucht jetzt natürlich möglichst viel Nutzen aus der Situation zu ziehen. Ja, Danielle klammert unten mit den Beinen, versucht sie da erstmal schon am Übersteigen zu hindern. Und selbst oben den Arm rum zieht Larissa eng an sich, verhindert größeres Ground and Pound. Larissa steigt jetzt rein. Jetzt haben wir die Stelle, wo du eben gesagt hast, das muss verhindert werden. Aha. Side Control. Und jetzt da hat sie es geschafft. Und jetzt wird es gleich richtig brenzlig. Rücken. Rückenlage. Ja, das ist schon eine Verlegenheitssituation gewesen von Mistelli, die sich weggedreht hat. Und jetzt kriegt sie natürlich von in oben in der Position Feuer. Werden viele Kämpfe entschieden. Und auch jetzt. Ausgestretched. Würge. Und eine Minute 15 war das auf der Uhr, die gerade mal so runtergetickt sind. Was ist denn hier los heute Abend? Es ist ein vorzeitiges, ein TKO-Feuerwerk bei We Love MMA 58. Wir kommen gar nicht mal dazu, ein paar Infos, die wir geholt haben, mühsam gesammelt haben, loszuwerden. Wir hätten noch so viele Daten und Fakten über die Kämpfer und Kämpferinnen. Heute Abend müssen die auf dem Zettel stehen bleiben, weil das, was die abliefern im Cage, das ist High-Speed-Kampfsport. Aber das sind Dinge, die du immer wieder lernst im MMA, dass du deinen Rücken nicht hergeben darfst. Wenn du dann jemanden im Rücken hast, der die ein oder andere Würgetechnik gut beherrscht, dann ist also Kampf sehr schnell vorbei. So, hier ihren Worten, aber sowas von Taten folgen lassen. Larissa Niggemann, sie hat gesagt, ich will vorzeitig gewinnen. Wie? Ob durch Submission, ob durch Knockout, das ist mir wurscht. Naja, und jetzt war es halt durch den Würgegriff und dann ist das Ding zu Ende gegangen. Sie hat die erste Chance genutzt, die ihr geboten wurde. Eiskalt, schon. Ladies and Gentlemen, first of all, stehen Sie bitte für die Damen im Ring. Die sind wirklich selten und Sie haben gut gekämpft. Danielle Mistelli, Larissa Niggemann, vielen herzlichen Dank für den Kampf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das offizielle Urteil. 1 Minute 14, wir haben Referee-Stoppage bei Tapout. Grund dafür, Rear Naked Choke, der Sieg. Bleibt im Ruhrpott, geht an Larissa Niggemann. Larissa, ich hab mich sehr gefreut, dich heute wiederzusehen. Wir kennen uns aus deinem ersten Kampf. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir die Arbeit so schwer machst. Hättest du nicht noch so eine Minute Zeit lassen können? Ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich wollte den Kampf gerne vorzeitig beenden. War jetzt sehr vorzeitig, habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass das so schnell ging. Aber habe ich natürlich jetzt selbst auch nichts gegen, ne? Ich wollte mich nicht beschweren, das war bloß ein Hinweis. Sehr offensiv, das kenne ich von dir. Hast du keine Angst, mal in so einen Konter zu laufen? Wahrscheinlich spätestens, wenn ich reingelaufen bin. Okay, gut. Ja, nee, wir lernen durch Erfahrung, geht in Ordnung. War dein zweiter vorzeitiger Sieg am Boden so dein Ding? Also war super sauber durchgesetzt, sehr planhaft, sehr nach Lehrbuch, sehr zwingend, war in deinem ersten Kampf ja ähnlich. Ja, freut mich. Du hast eine Judo-Vergangenheit? Nee, Taekwondo tatsächlich. Also ursprünglich komme ich aus dem Standbereich mit den Kicks. Ich habe bei Danielle vorher gesehen, in ihren vorherigen Kämpfen, dass sie auch sehr, sehr gerne kickt. Sie ist ein bisschen länger als ich. Ich habe ein sehr, sehr gutes Grappling-Gym. Dementsprechend in den letzten Jahren viel Luta Libre trainiert. Genau, ich bin bei Sparta Essen. Und dementsprechend passt mein Stil natürlich gut gegen so eine große Gegnerin, sie am Boden zu. Also Sparta Essen ist dafür bekannt, dass die am Boden wirklich eine Macht sind. Wie kommt man vom Taekwondo?
Ja, also da, bei Taekwondo habe ich auch viele Kämpfe gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, dass man sehr beschränkt in seinen Waffen und hatte auch mal Lust, ja, so in Anführungsstrichen einen richtigen Kampf zu machen, wo man, wo einfach mehr erlaubt ist, wo das Spiel viel freier ist als beim Taekwondo. Allround, also Allround dabei vom Herzen her, oder? Genau, ja, so bin ich. Ja, nee, cool. Larissa, ich würde mich ganz gerne mit dir verabreden zu wieder auf MMA 60 oder so, oder? Ja, immer wieder gerne. Alles klar, dann freue ich mich drauf. Herzlichen Glückwunsch nochmal, das war beeindruckend. Wirklich, wirklich geil.